Herzlich willkommen zum DAX-Ausblick für die Kalenderwoche. Na, je nach Zählung. Drei oder vier, das ist die Frage. Und da kommt es drauf an, wann man die erste Kalenderwoche zählt, die volle Woche oder eben erst die Wochen, die ab Montag beginnen. Da gibt es unterschiedliche Zählweisen. Also nicht verwirrt sein, ich nenne einfach keine Kalenderwoche, sondern nenne das Datum. Heute ist der 16. Januar 2021. Am 17. Januar fängt die neue Handelswoche an. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich darf ein wenig auf den DAX blicken und heute auch auf die Nasdaq. Wir haben Wochenende und da kann man durchaus auch mal zwei bzw. drei Märkte vorbereiten. Vielleicht schaue ich auch gleich noch einmal auf den Bitcoin drauf, aber das erst nach dem entsprechenden Disclaimer. Denn all das, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung, sondern ja genau das, was ich für mein Trading, für meinen Handel verwende und was ich mit dir teilen möchte, das teile ich übrigens täglich. Und täglich heißt immer, jetzt bin ich hier abgeschweift, täglich heißt immer vorbörslich auf dem YouTube-Kanal als Video in gewohnter Manier, aber vielleicht nicht als Livestream der kommenden Woche, sondern live werde ich das Ganze auf Twitch entsprechend kommentieren und dann nochmal auf YouTube hochladen. Also durch diese ganzen Codes und die Eingaben von, ich gehe mal in die Totale, durch die ganzen Eingaben von den Schlüsseln und was es nicht alles gibt bei der Software, um hier überhaupt den Livestream zu starten, kommt es manchmal zu Verzögerungen von bis zu 10 Minuten. Das ist für dich nicht schön, das ist für mich auch nicht schön. Man möchte ja rechtzeitig starten und die Börse startet nicht später, nur weil man selber eine Verzögerung hat. Insofern versuche ich es auf Twitch komplett als Stream zu verpacken über mehrere Stunden jeden Tag und dann gewisse Ausschnitte auf YouTube sehr zeitnah hochzuladen. Also wenn du es nur auf YouTube sehen möchtest, du bekommst auch dann Montag früh deine Informationen. Wenn du es als E-Mail bekommen möchtest, dann gibt es einen Link unter dem Video und da ist dann nur der Link zum YouTube-Kanal enthalten, logischerweise, weil ich die E-Mail dir senden möchte, bevor ich das Ganze einspreche, damit du top aktuell hier informiert bist. Starten wir gleich in die Analyse und da siehst du auch, was sich noch in der kommenden Woche ändern könnte bei mir. Und zwar möchte ich auch auf meinen Desk schauen, also du darfst gerne zuschauen, wie ich handle bei Twitch. Ich schalte mal die Kamera zu, das habe ich neu installiert. Guck, kann man hier so reinwinken? Ja, genau. Und das werde ich dann ab und zu mal mit vollziehen, um auch hier so ein bisschen Interaktivität mit ins Bild zu bringen. Aber jetzt siehst du mich in der Totalen und die Wochenanalyse. Wie gesagt, ich widme mich dem DAX und dem Nasdaq. Der DAX war ja in einer Range, in einer Bandbreite über mehrere Tage hinweg, auch mit einem Ausbruchsversuch Oberseite, Ausbruchsversuch Unterseite, aber ohne eine klare Tendenz hier reinzubringen. Der Freitag hat ihn auch nicht aus der Ruhe gebracht. Es gab in der Woche ganz viele Daten in Richtung Inflation und diese Inflation, ja, die merkt man in den USA, die hat auch neue Höchststände erreicht, zumindest was die letzten 40 Jahre angeht, denn die Inflation oder manche Daten dazu, wie zum Beispiel die Erlöserpreise, die sind auf dem Stand von Anfang der 80er Jahre. Also das ist schon Wahnsinn und da hat die US-Notenbank sehr, sehr lange, sehr exzessiv einfach das Geld in die Märkte gegeben und die Inflation damit angeheizt. Den Vorwurf muss sie sich gefallen lassen und jetzt rudert sie richtig schnell zurück und so wie das ist, es kann natürlich schiefgehen. Bei der Titanic haben wir gemerkt, wenn dann die Bremse und die Gegenreaktion eingeleitet wird, das dauert etwas, bis so ein Tanker zum Stehen kommt und bevor er vielleicht zum Stehen kommt und die Richtung wechselt, kann es einen Aufprall geben. Heißt, es gibt Kollateralschäden. Bei einigen Aktien haben wir schon gesehen, dass die extrem unter Druck geraten sind, vor allem Technologiewerte, weil sie einfach mit der Zinswende so schnell, wie sie vonstatten geht. Denn wir haben immerhin das Auslaufprogramm bei den US-Anleihen im März. Dann soll die Bilanzsumme der Notenbank abgeschmolzen werden und wir haben im Markt wird aktuell schon von 4 Zinsanhebungen diesen Jahr ausgegangen. Also jahrelang passiert gar nichts und dann 4 in einem Jahr. Da kann man schon verwirrt sein und verschnupft reagieren und das erklärt auch, warum die Volatilität entsprechend hoch ist. Intraday unterm Strich eben nicht. Und das haben wir in dieser Woche gesehen.
Hier habe ich das nochmal zusammengefasst. Der DAX hat sich bis zum Mittwochabend erst einmal aus seinem Abwärtstrend befreit. Das ist schon vom Montag zum Dienstag geschehen mit diesem Gap. Also Abwärtstrendkanal wurde verlassen. Am Dienstag dann mehr oder minder seitwärts. Montag, Mittwoch auch mehr oder minder seitwärts in der engen Spanne von um die 100 Punkte. Aber auf den gleichen, auf höherem Niveau schon über der 16.000 geschlossen am Mittwoch. Deswegen habe ich dieses alte Bild nochmal vorgeholt. Und dann zum Donnerstagabend sah es dann so aus, dass wir zwar einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite kurz am Donnerstag hatten und auch auf der Unterseite, deswegen das Bild vom Donnerstagabend noch einmal, aber das war nicht nachhaltig. Das heißt, für das Trading eher Seitwärtshandel, eher die Hochs versuchen zu verkaufen, die Tiefs versuchen zu kaufen, momentan bis ein knallharter Trend hier Einzug hält. Der ist noch nicht in Aussicht. Der könnte aber jetzt langsam mal sich einkehren, weil wir auch die Berichtssaison in den USA haben. Am Freitag starteten die Bankenwerte. Die waren durchaus gut. Zweistellige Milliardengewinne bei JP Morgan, Wells Fargo hat gemeldet, aber es war eben nicht über den Erwartungen. Da ist die Wall Street ein bisschen erfolgsverwöhnt. Deswegen die US-Banken dann auch am Ende des Dow Jones am Freitagabend. Und ja, trotzdem kein neuer großer Abwärtstrend in den USA. Die 36.000 sind im Dow Jones gefallen. Aber wir wollen wieder auf den DAX einwirken. Solange das Bild sich so skizziert in einer Seitwärtsrange, versuche ich auch in meinem Trading die Oberseite zu shorten, die Unterseite eher long zu gehen. Und das ist mir auch am Donnerstag gelungen. Da war das Live-Trading-Event bei Lars Eriksen im Kanal und da bin ich im DAX tatsächlich, ich glaube, das war die 85 oder so, wo ich short gegangen bin im DAX, bis da 16.010, aber nur 16.015 hier, dieser Bereich, dieser Zacken, das war mir dann doch zu viel Gegenbewegung, da bin ich wieder raus und Nasdaq konnte ich den Trade ja über 200 Punkte ziehen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir wollen beim DAX bleiben und den DAX erst einmal eingrenzen mit den relevanten Zonen, wo man ablesen kann, wenn es einen längerfristigen Ausbruch geben könnte. Also die relevanten Zonen im Wochenverlauf, die sind so zusammengefasst auf der Oberseite, alles über 16.050, 16.060, so in dieser Drehe, ist erstmal mit Vorsicht zu genießen, wenn das Momentum dort nicht sehr, sehr schnell reinsticht, beziehungsweise es sticht rein und der Kurs geht wieder unter dieses Level. Dann war es mal wieder ein Versuch, aus der Range zu entweichen. Und dann sollte man short gehen, rein technisch. Das ist meine Sichtweise, zumindest auf der Unterseite. Genauso, wenn wir unter die 15.880 rutschen und dann wieder nach oben kommen aus diesem Bereich, dann war es ein Fehlausbruch. Wenn wir wirklich durchlaufen, und das merkst du ja spätestens, wenn wir in den 15.800er Bereich kommen und es uns dort mit Druck nicht etwa gemütlich machen, sondern den durchlaufen, dann könnte ein längerfristiger Short anstehen. Bis dahin, Seitwärtszone ist so mein Gedanke zum aktuellen Bild. Die Woche war auch sehr ausgeglichen. Wir hatten einen Wochenplus, aber insgesamt ist das Verhältnis eher ausgeglichen. Zwei schwache Tage, drei stärkere Tage. Unterm Strich hatte die Woche dann sogar im Plus geschlossen. Wie ich sagte, einen Wochenplus, denn der Schluss am Montag bzw. die Eröffnung, nein, doch, ja, wir haben auf Jahressicht keine Veränderung, so wollte ich es ausdrücken, denn der Jahresschlusskurs war bei 15.884 und jetzt haben wir geschlossen bei 83 am Freitag, also per Saldo ist in den ersten zwei Handelswochen DAX nichts passiert und da ist auch völlig egal, wie diese Woche sich gestaltet hat, ob wir noch ein Gap auf der Unter- oder Oberseite aufhaben. Die Großinvestoren gucken auf diese Veränderung und sehen nach zwei Wochen im Januar, nichts passiert, könnten vielleicht die Lust am Kaufen verlieren und das sieht man dann im großen Bild. So wollte ich den Bogen spannen zum nächsten Chart. Die 15.800 war ja ganz lange die Range-Obergrenze. Nun sind wir einmal kurz reingelaufen am Montag hier auf der Unterseite, aber haben uns hier nicht nachhaltig manifestiert. Also ein Schlusskurs mal in dieser alten Range, das sagt noch nicht viel aus für Investoren. Die erwarten, dass man ein, zwei Tage hier bleibt. Also so ähnlich wie hier diese Umkehrformation, die wir Mitte Dezember gesehen haben und wo dann so eine Range erst einmal in der kleinen Bandbreite bis zu 15.400 durchlaufen werden kann. Das sind immerhin 2,5% im DAX. Das ist deutlich mehr Bewegung, als wir an den einzelnen Handelstagen gesehen haben. Und wenn es hier runterrutscht, dann auch durchaus die 15.000 als nächste Region oder im Extremfall bis 14.800. Das hat der Ingmar Königshofen ja in der vergangenen Woche gesagt, das wäre sein Ziel auf der Unterseite. Soweit ist es aber noch nicht. Wir haben, wie gesagt, geschlossen bei 883 und nachbörslich sind wir sogar noch mal ein Stück höher gekommen. Aber erst einmal den DAX-Chart, wo man einen Aufwärtstrend jetzt ab dem Dezember-Tief, ab dem 20. Dezember einzeichnen kann, mit Berührung an den letzten beiden Handelstagen. Also die
Linie, die war vorher hier mit diesem Tief angelegt, am Dienstag wurde gebrochen, jetzt habe ich sie ein bisschen anders angelegt. Ob die hält, man weiß es nicht. Ist das ein belastbarer Trend? Fragezeichen. Das geht natürlich damit einher, ob wir hier auch in dieses Gap eintauchen, also in diese Kurslücke, die noch geöffnet ist, eben zu diesem Montag vom Anfang der Woche. Ja, und vielleicht können wir dann hier entsprechend, wenn das Gap geschlossen ist, dann auch einen Abwärtstrend einleiten und mal über mehrere Tage in eine Richtung laufen. Also krasser in eine Richtung laufen als 0,2, 0,3%. Das dürfte den meisten ja gar nicht gereicht haben, zumindest den Positionstradern, um da entsprechend reinzukommen in Positionen und auch wieder rauszukommen. Ich komme am Montagmorgen rein für dich, 8.30 Uhr bei Twitch oder 8.15 Uhr. Ich werde mal schauen, wie es zeitlich passt und möchte hier nicht nur auf den DAX schauen, sondern auch auf die Nasdaq und die internationalen Märkte. Und da kommt dann das DAX-Fazit der Woche zum Tragen. Der DAX hat nämlich minus 0,4% geschlossen. So rum war es, genau, weil der Montag ja schon dann ein bisschen stärker reinkam und dann abverkauft wurde. Jetzt habe ich es wieder im Gedächtnis. Es gab kaum Märkte, die im Plus geschlossen haben. Also Athen, Hang Seng, Nifty 50 oder der spanische IBEX. Der Nasdaq ganz leicht ins Plus hat das geschafft mit der Freitagskerze aber erst wieder. Und die anderen, Dow Jones und S&P 500, die waren auf DAX-Level, möchte ich fast meinen. Etwas mehr hat es den russischen Index erwischt, denn hier gibt es vielleicht internationale Sanktionen in Richtung Russland. Auch eine Gazprom ist sehr unter Druck geraten, also der russische Markt aktuell nicht gefragt. Und das verwundert gerade vor dem Hintergrund, als dass der Ölpreis in dieser Woche angezogen ist, auch der Erdgaspreis. Also die russischen Aktien sind bei internationalen Investoren gerade nicht so gefragt. Ja, auf den Nasdaq wollte ich zu sprechen kommen. Im großen Bild auch noch ein leichter Abwärtstrend ab dem Allzeithoch. Aber man sieht hier noch deutlicher als beim DAX, dass die Tiefs gekauft werden und zwischenzeitlich Hochs verkauft werden. Ich hatte es am Donnerstag ja erwähnt, beziehungsweise im Live-Trading auch gehandelt, den Short hier auf der Oberseite. Es ging rapide abwärts und über zwischenzeitlich mehrere hundert Punkte innerhalb weniger Stunden war da kaum ein Halten zu sehen. Das Ganze hat sich dann beruhigt am Freitag in den letzten zwei Stundenkerzen, das ist hier der 4-Stunden-Chart, also diese letzten zwei Kerzen ist der Freitagstag und diese zwei roten Kerzen ist der Donnerstagstag. Donnerstag, sagt man. Donnerstagstag, Donnerstag. Ja, du weißt, was ich meine. Es ist auf alle Fälle ein Bereich um die 15.500, die so ein bisschen der Scheideweg darstellt im Chart. Wenn wir darunter schließen über mehrere Tage, dann könnte auch hier der Abwärtstrend ordentlich nach unten durchgereicht werden. Und solange wir hier aber immer wieder gekauft werden, haben wir eine ganz gute Chance, dass der Nasdaq sich auch über der 16.000 mal nach oben bewegen kann. Und dann wäre auch durchaus die 16.500, dieser Abwärtstrend, möglich und der Blick zum Allzeithoch. Also ähnliches Bild wie beim DAX. Er muss erstmal über bestimmte Schwellen kommen, damit er sich wieder Luft verschaffen kann und andere Investoren auch anlockt. Ja, über die Inflationsdaten habe ich in der Woche viel berichtet. Hier auch nochmal der kurze Hintergrund. Klar, die Technologiewerte, die sind fremdfinanziert. Da müssen Zinsen gezahlt werden für das Kapital. Und wenn sie keinen Gewinn erwirtschaften, umso schlimmer. Denn dann sinkt die Bewertung bzw. die Bewertung steigt, aber es sinkt das Interesse für hochbewertete Aktien hier Geld auszugeben und dort sein Geld anzulegen für Investoren. Das stelle ich in der Woche öfters mal entsprechend da auf dem YouTube-Kanal dann auch als Videobesprechung und mit dem Markus Klebe im Live-Trading-Room. Da betteln wir uns ein bisschen auch mit flotten Sprüchen. Also kommen gern dazu, Montag 15:30 Uhr, den Rest der Woche ab 10 Uhr, ein wichtiger Termin. Und ganz kurz die Wochenübersicht, was gibt es an Terminen, habe ich hier auch zusammengefasst. Montag Eurogruppentreffen über die wirtschaftliche Entwicklung unserer Staatengemeinschaft. Dienstag ECOFIN-Treffen. Montag, glaube ich, gar kein Handel in den USA. Und bestimmter Termin ist dann Dienstag die ZDW-Umfrage 11 Uhr, die für Deutschland und für die EU die aktuelle Konjunkturerwartung und dann die Konjunkturlage, die es aktuell gibt, in Einklang bringt. Also da darf man sehr gespannt sein. Mittwoch Verbraucherpreise Deutschland, Donnerstag Verbraucherpreise EU. Und auch die Erzeugerpreise aus Deutschland am Donnerstag sowie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Freitag eine Rede von Christine Lagarde, die habe ich hier nicht mit aufgenommen. Und das wirklich nur die groben Termine, denn wenn ich hier 5 Minuten durchscrolle, um jeden einzelnen Termin zu erfassen, ich glaube, das
bringt dir am Sonntag auch wenig. Es gibt ja die Tagesvideos und da gehe ich auf die einzelnen Handelstage entsprechend hier noch einmal ein. In den Live-Chart kann ich auch gerne reinschauen, wobei live gibt es am Wochenende natürlich nicht. Der DAX hat geschlossen, aber man sieht hier, diese Aufwärtstrendlinie ist gebrochen. Ein kleiner Abwärtstrend, den ich am Freitag für mein Trading genutzt habe, ist auch gebrochen. Wir haben das Gap immer noch vorhanden auf der Unterseite, ist ein bisschen kleiner geworden. Hier gab es ein sehr schönes Signal, hat nochmal zurückgeführt, dann am Freitag auf die Hochs, die wir mittags gesehen haben, und aus dem Handel ist der Markt eben hier gegangen, um nachbörslich auch noch einmal anzusteigen bis 973 der Bereich. Das waren die letzten Indikationen, die wir hier im Markt gesehen hatten. Und der Nasdaq hat sich auch ganz gut wieder nach oben gearbeitet, nachdem dieser Abwärtstrend ja schon sehr, sehr brisant war am Donnerstag. Also raus aus dem Abwärtstrend und dann entsprechend auch wieder etwas Drive auf der Oberseite, den konnte man hier nochmal anpassen, hat aber dasselbe Bild ergeben. Also je nachdem, wie man ihn anlegt, hat man das Signal früher oder später bekommen. Man hat es auf alle Fälle bekommen und ich hoffe, dass du das Video und die E-Mail dazu auch bekommen hast, dich darüber freust, einen Daumen hinterlässt, den Kanal abonnierst und wir uns am Montagmorgen wiedersehen. Bis dahin noch ein schönes Wochenende. Dein Andreas Bernstein.